Versendung Verstek-News zu den wichtigen Nachrichten wurde in Videnha-Park ein neuer Pavillon eröffnet. Er heißt Atom. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Sie können die Geschichte der Atomwissenschaft kennenlernen, sich über die Nutzung der Atomenergie für friedliche und Verteidigungszwecke, den aktuellen Zustand der Atomindustrie und ihre Perspektive informieren. Die Handlung der Ausstellung des Pavillons ist der Aufstieg von der Vergangenheit in die Zukunft durch die Gegenwart, dargestellt als Architektur des Atoms. Nach dem Aufstieg im untersten Stockwerk können die Gäste die Ausstellung Sowjetisches Atomprojekt besichtigen, die die Besucher mit der Geschichte der Entstehung der sowjetischen Physik und der Entstehung sowjetischer Atomwaffen vertraut macht. Ein Vergleich zwischen sowjetischen und amerikanischen Menschen wird gezeigt. Sie erfahren, wie die Atomstadt Serov gebaut und gelebt wurde, wie die erste Atombombe der RDS gesammelt wurde und wie die Welt auf ihr Aussehen traf. Ein nächster Stockwerk in der Ausstellungsbereich erste Zeit. Hier werden die Träume sowjetischer Dichter, Architekten und Regisseure lebendig. Über eine Zukunft, die so nah schien. Die Videochronik erzählt von dem, was die sowjetischen Menschen zu dieser Zeit lebten, über Mode, Sport, Kunst und Unterhaltung. Sie werden sehen, wie die ersten Atomis brechen und U-Boote gebaut wurden. Im Expositionbereich moderne Atomindustrie steht das Modell eines Wasserreaktors im Mittelpunkt. Es wird eine Zukunft gezeigt, in der die Menschheit endlich ihre ewigen Probleme lösen kann. Hunger, Klimawandel, Krankheit und akuter Energiemangel. Eine Lounge und Kinderbereiche sind ebenfalls vorhanden.